Ich glaube, es ist so ein bisschen von dir auch ins Gespräch gebracht worden. Es geht darum, wie, wie kriegt man einen knackigen Po? Ja. Jeder wünscht es sich. Man muss sagen, man schminkt sich um. Eigentlich möchte man einen knackigen Hintern. Wie machst du das? Ausfallschritte sind bei mir so eine Übung, die ich gerne mache. Was heißt denn Ausfallschritt? Das heißt, dass man so macht? Tief runtergehen und dann mit der Po-Muskel. Ja. Du hast aber auch ein knackiges Hinterchen. Das stimmt, das merke ich so. Was denn hier? Sieht man das richtig? Naja, Ausfallschritt offensichtlich. Okay, dann. Es gibt aber noch viel mehr Übungen. Wir können alle noch dazulernen. Unsere Gesundheitsreporterin Anke Neuzerling, die tatsächlich von Natur aus auch schon einen sehr schönen Po hat, hat noch mal sich Tipps geholt. Da schaut man doch gerne hin, oder? Ist ja auch ein schöner Anblick, so ein sexy Hinterteil. Aber viele Frauen sind nicht so recht zufrieden, wenn sie in den Spiegel schauen. Was ist für Sie ein schöner Po? Wie muss der aussehen? Knackig. Weiblich. Weiblich und vor allem rund. Keine Zellulite, nicht hängt und irgendwie schön den klassischen Apfelpo. Also mein Hintern braucht auf jeden Fall eine Totalrenovierung, glaube ich, Roxana. Was meinst du denn? Wie findest du ihn denn so? Jeder Po braucht, glaube ich, eine Stoffungskur. Das ist aber diplomatisch gesagt. Gucken wir mal bei dir, wie sieht es denn aus? Genau so. Einmal shaken. Einmal shaken. Also in Ruhe ist es ja immer noch ganz gut, ne? Was würdest du dir denn wünschen? Ein bisschen straffer. Ja? Könnte ein bisschen straffer sein, auf jeden Fall. Ich habe jetzt heute mal zwei ganz neue Methoden mitgebracht. Und die sollen es wirklich bringen für den ultimativen Knackpo. Aber vorher wird der Allerwerteste erstmal vermessen. Wir möchten sehen, ob die Methoden tatsächlich Erfolge bringen. Ankes Hintern hat einen Umfang von 91 cm. Roxana hat etwas mehr zu bieten, 102 cm. Für Anke wird's jetzt ernst. Fernandas Fitnessprogramm Jinga ist nicht nur körperlich anstrengend, hier ist auch Koordination gefragt. Gar nicht so leicht. Ist eigentlich hier die Muskelkraft im Hintern auch wichtig für die Gesundheit? Absolut. Ein kräftiger Körper ist ein gesunder Körper. Wir sind zu einer sitzenden Gesellschaft geworden und dürfen nicht vergessen, gerade in dieser Arbeitsposition verschiebt sich der ganze Rücken, die Muskulatur wird sehr geschwächt und dann verletzt man sich wahnsinnig schnell und das sollte nicht passieren. Deswegen trainiert Fernanda so oft es geht. Damit das so aussieht, muss Anke wohl noch lange üben. Aber auch Roxana kommt ordentlich ins Schwitzen. Urte erstellt ihr für die nächsten 6 Wochen einen Trainingsplan für zu Hause. Wenn sie sich daran hält, soll sie in kurzer Zeit einen Knackpo haben und das nur dank der Bänder. Roxana ist anstrengend. Es ist anstrengend, aber es bringt auch Spaß. Also es sieht so ein bisschen ballettmäßig aus oder so für mich. Ja? Ja. Wie fühlst du dich dabei? Okay. Und von den Schlingen geht's jetzt zum Verschlingen. Wir wollen nämlich jetzt kochen. Ernährung ist nämlich ganz wichtig, wenn man einen richtig super schönen Knackpo bekommen möchte. Sport alleine macht keinen schönen Körper. Viel Obst und Gemüse spielen dabei eine wesentliche Rolle. Was wir heute machen, ist etwas, das ich total gerne esse. Ich liebe Lachs. Ich kann mich wirklich davon ernähren. Und Lachs und Fisch allgemein hat natürlich den Vorteil, das sind die guten Fette, die wir brauchen. Also nicht fettarm kochen? Nicht fettarm kochen, nein. Das ist ein großer Fehler, denn Fett verbrennt Fett. Natürlich sollte man nicht täglich viel Fett essen. Ab und zu ist es aber wichtig. Denn wir brauchen Energie, um überhaupt Fett zu verbrennen. Lachs ist da genau das Richtige. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Und nebenbei schmeckt es auch noch super. Das werde ich jetzt 2 bis 3 Mal die Woche kochen nach dem Sport. Und jetzt kann es auch schon losgehen für Roxana und mich. Wir werden wirklich zu Hause arbeiten. Das merkt man ganz schnell in den Oberschenkeln. Aber es soll ja auch in den knackigen Hintern reingehen, ne? Roxana ist unermüdlich. Für den perfekten Po schuftet sie 4 Mal pro Woche. Ich muss sagen, ich finde, dass mein Hintern eine richtig gute Form bekommen hat und ich auch, dass er knackiger geworden ist. Klappt schon richtig gut. Macht Spaß. Boah, heute hatte ich überhaupt keine Lust, aber Disziplin. Strecke deinen Körper, Edith.
zurück zu Agasha. 6 Wochen später schauen wir, ob sich das disziplinierte Training auch gelohnt hat. So, wir sind jetzt bei 100. Das bedeutet 2 Zentimeter weniger für Roxana. Und der Po fühlt sich fester an. 91 hatten wir letztes Mal. 91 hatten wir letztes Mal. Mhm. Tatsache, wir haben jetzt 94. Juhu, ich habe einen größeren Hintern. Hast du, aber warte. Das darfst du hier nicht vergessen. Die Form deines Hinterns ist wirklich gleichmäßig. Sie ist rund. Hier oben geht er schon los. Das ist jetzt kein flacher Hintern. Der ist wirklich da fester und knackig. Anke konnte Muskeln aufbauen und ihren Po damit liften. Das Training zahlt sich aus. Und zum Schluss habe ich noch einen Tipp für euch. Die Mädels machen es jetzt gerade vor. Den Bauch anspannen, den Bauch gefühlt bis zur Wirbelsäule ziehen, dann den Po anspannen. Und zwar so, dass es ungefähr 1 Minute gehalten wird, so 6 Mal am Tag. Das beschert auch einen sehr knackigen Hintern. Es kostet nichts und man kann es überall machen. Ein knackiger Po ist also keine Glückssache. Es gibt viel, das wir für ihn tun können. Aber glücklicherweise gibt es mittlerweile Sportarten, die nicht nur den Körper straffen, sondern vor allem auch Spaß machen. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.